So, hallihallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Jay Kloxen. Wir spielen heute wieder mal Necrodancer, Crypt of the Necrodancer hier. Und ja, wie gesagt, alle Zonenmodus, das Ganze von vorn bis hinten, schräg nach schief, bis zum Erbrechen, bis wir das schaffen. Der Waschbär guckt schon wieder nicht in die Kamera. Guckt er jetzt in die Kamera? Ich hoffe. Ich hoffe es für euch. Ich hoffe es für mich. Okay, dann auf geht's. Alle Zonenmodus, keine Diamanten dabei. Leider. Und auch hier kriegen wir direkt die ultimative Waffe. Ich verstehe es nicht. Warum klappt das beim Daily Run nicht? Mann, ey. Bei der Daily Challenge kriegen wir so Rotz. Und wenn wir Rotz kriegen und Rotz sind, dann kommt da nur Rotz raus. Was ist denn hier? Plus 1 Sicht und Fallensicht. Ui. Das kenne ich noch nicht. Das ist, ich habe es glaube ich beim letzten Mal schon bemerkt. Warum zum Geier und wieso ist das so, dass, obwohl ich das jetzt schon echt eine ganze Weile spiele, immer wieder neue Gegenstände sind. Also viele Sachen findet man halt ständig und einige Sachen nie. Beziehungsweise jetzt erst zum ersten Mal. Und ich habe zwischendurch nichts freigeschaltet. Erst recht nicht von wegen Fackeln mit Fallensicht. Das ist mir völlig neu. Ganz komisch. Ganz komisch. Ja, Fallensicht. Wir sehen die Fallen. Die Falltüren. Gibt's hier was? Nö. Toll. Oh, hier gibt's was. Hier ist ein bisschen Zaster. Der Zombie hat Spaß. Ja, hier hat man es mal gesehen. Zwei Gegner hintereinander, die gleichzeitig auf die Mütze kriegen. Durch das Langschwert. Es heißt übrigens im originalen Ton nicht Langschwert. Eigentlich, also quasi vom Mittelalter her gesehen, heißt es nicht Langschwert, sondern Tatsache langes Schwert. Nur mal so am Rand, damit er hier auch nicht doof sterbt. Man kann immer unnützes Wissen gebrauchen. Heulige Fledermaus. Was macht sie? Natürlich rennst du da lang. Ich bin ein bisschen Fledermaus geschädigt. Vom letzten Daily One her. Ne, Moment mal. Doch, genau, der war ja gestern. Also, die Sache ist, die Necrodancer kann man leider Gottes, wenn man die Daily Ones mitnimmt, nicht großartig im Vorhinein aufnehmen. Weil die Daily Ones, die sind nun mal Daily. Und ich habe mir so angewöhnt, zumindest jeden zweiten Tag einen Daily One mitzunehmen. Und wenn ich den Daily One schon mal gemacht habe, dann kann ich auch direkt noch hier eine Folge rumfailen in allen Zonen mit aufnehmen, sodass sich das auch ein bisschen lohnt. Aber das ist dann auch schon das höchste der Gefühle. Dann hast du quasi zwei Folgen, zwei Tage abgedeckt. Was ist denn das für ein Scheiß? Plus ein Schaden, seltsame Sicht. Okay. Allein weil ich das Ding noch nie hatte, werde ich es mal nehmen. Wo ist jetzt meine Sicht komisch? Ach so, der Shopkeeper ist. Ah, das ist ja blöd. Das ist ja doof. Ich wünschte, ich hätte es nicht gemacht. es ist alles dunkel. Also, die Leutchen. Die Gegner. Na, da wollen wir mal sehen, ob das in irgendeiner Form irgendwie was bringt oder auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Also ich sehe jetzt keinen Vorteil da drin. Ach so. Ich höre einen. Ist es jetzt ein grüner oder ist das? Es ist kein. Das war ein roter Drache. Das habe ich nicht gesehen. Wer hätte es gedacht? Jungs, Kinders, tragt keine Sonnenbrillen im Dungeon. Das war ein Strich für meine Liste.
Nichts gesammelt, natürlich nicht. Da können wir direkt wieder reinstarten hier. Und direkt der Shop in Reichweite. Jetzt gedacht. Was ist denn das? Ach so, 250 für Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Schönen Tag noch. Ui, ui, das Schlossgespenst, okay. Ach ja, schlechte Idee. Ich könnte mir vielleicht mal von den ganzen Viechern hier die originalen Namen angucken. Das war eine ganz schlechte Idee. Oh Gott. So, jetzt haben wir's. Von den ganzen Viechern die originalen Namen angucken, weil Schleim ist richtig. Fledermaus wahrscheinlich auch. Aber hui hui, der Schlossgespenst wahrscheinlich nicht. Da bin ich mir fast sicher. Skelett kann man auch noch erahnen. Minotaurus bestimmt. Dann kommt der rote Power Ranger. Das bestimmt auch nicht sein Originalname ist. Das war nicht meine Schuld. Das war auch nicht. Das war meine Schuld. Ich gebe es zu. Zu viel Überlegung hier. Namensgebungen. Schon wieder der Shop. Ist das normal, dass der Shop immer sofort in Reichweite ist? Ich komme den Apple. Nee, später. Ach, ein Speer und eine Waffenkiste. Mann, Mann, Mann. Ja, hallo, Skelett. Jetzt könnten wir auf 100 kommen und uns den Speer holen. Und das machen wir auch direkt mal. Ich weiß zwar nicht, was in der Truhe drin ist, aber ich weiß, dass ein Speer ist. Und ein Speer ist gut. Besser als ein Messer, definitiv. Ich höre doch schon wieder was rumpeln. Ach so. Ist ein Minotaurus. Minotaurus ist okay. Den kann man abschätzen, den kann man einschätzen. Roter Drache ist doof. Power Ranger ist auch doof. Naja, gewartet. Nein! Ich wollte doch eigentlich noch ein bisschen kaputt machen. Was ist denn das? Bombenimmunität plus 3 Bomben. Bombenimmunität plus 3 Bomben, was soll das sein? Also, wie würde ich sowas nennen? Ich nehme auf jeden Fall erstmal die Fackel und leisten kann ich mir den Scheiß eh nicht. Hm. Keine Ahnung. Gucke ich in die Kamera? Ach so, stimmt, ich habe einen Speer. Mann, Mann, Mann. So, das dürfte wieder ein Drache sein. Sogar ein roter. Shit. Mann. Ach, Kacke. Ich komme mit denen nicht klar. Ich komme mit denen nicht klar. Das ging jetzt zwar schon so ein bisschen. Vor allem schnelle reagieren. Wenn es ein normales, normales Roguelike-Spiel wäre, ohne dass ich den Rhythmus würde einhalten müssen, dann würde es wahrscheinlich gehen. Aber so nicht. Ach so, shit. Ein Strich für meine Liste. Und schon wieder der Shop. Ist der immer auf der linken Seite hier? Nix da. Wo kommen die Power Rangers her? Und wann kommen die? Kommen die zufällig? Sind das zwei pro Level oder irgend so ein Scheiß?
die kommen auch immer lustigerweise relativ schnell nacheinander, warum auch immer. Ne? Toll. So, das heißt, ich komme da nicht rein, ohne irgendwie. Ach so, hier lang. Okay. Den Apfel hätte ich mitnehmen können. Naja, was soll's. Was soll's. Hilft für manche Terrains. Okay, jetzt habe ich es auch gelesen. Was haben wir hier? Kauforgie. Also das, okay, das ist der Coupon, den ich jetzt schon manchmal hatte. Das heißt, mit dem Coupon, der nächste Kauf ist kostenlos. Schätze ich. Habe ich nicht gelesen? Schätze ich. Angaben ohne Gewähr. Ach, Kacke. Ja. Da hat mich das Äffchen verwirrt. Mhm. Ist so. Da hatte mich das Äffchen verwirrt. Ach, Mann. Manchmal ist hier Brain Fart. Da ist einfach zu viele Sachen auf einmal. Oh Gott. Und wenn ich dann das Äffchen hat und hinter dir der Huibui, der Schlossgespenst, steht und auf dich eindremmelt, da kann er nichts werden. Geringer Prozentsatz, was heißt denn das? Unten links, falls das... Ist das auf dem Bild mit drin? Achso, da ist meine Kamera im Weg. Warte mal. Ich hoffe, das Bild bewegt sich weiter. Die Fail. Nein. Ach doch, hören wir mal so. Ja, geringer Prozentsatz. Ich weiß nicht, was das heißt. Fällt mir auch jetzt das erste Mal auf. Habe ich den Strich jetzt gemacht? Weiß ich gar nicht. Na gut. So. Eine Schwingtür. Gott, das geht gut los, wie immer. Das geht super los. Ich höre da was. So, was haben wir denn hier? Gegner einfrieren und wieder dieses Bombengedöns. Wer macht denn hier so ein Pling? Das hört sich doch... Da kommt was. Ach Gott, der schon wieder. Da hat er sich echt durch die Mauer gefressen. Mann. Er hätte auch außen rumgehen können. Kommt jetzt direkt der nächste? Nächste Power Ranger? Nö, sieht nicht so aus. Komisch. Ich sing nicht mit. Ich will nicht mitsingen. Mann. Die Mucke ist echt schlimm. Und mit schlimm meine ich abartig gut. Minotaurus. Minotaurus haben wir ja nur schon. Okay, haben wir was vergessen? Nö, ne? Gut. Ein großes Skelett, oh Gott. Ein großes grünes Skelett. LOL. Und wenn ich LOL sage, meine ich hahaha. Danke. Thank you.
Ach Gott, ja. Schon wieder geringer Prozentsatz. Was heißt denn das? Okay, erst steht Speedrun da. Und dann geringer Prozentsatz. Was soll mir das sagen? Wahrscheinlich ist es, bin ich anteilig in einem sehr geringen Prozentsatz von Leuten, die so schnell ablosen. Würde mich nicht wundern. Aber naja. Der Weg ist das Ziel. Auch wenn der Weg kurz ist. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt unbedingt die Mauer sprengen musste, wenn ich eh nichts kaufe. Wenn das dieser Geheimnis des Lebens. Ich rede schon wieder in Schrott heute. Nein. Bin echt am überlegen, ob ich hier zusätzlich zu Crypt of the Necrodancer vielleicht noch ein richtiges Roguelike dazu nehme, aber wenn das nicht durch so einen relativ tighten Rhythmus sozusagen begrenzt ist, dann kann sich das echt schon wahrscheinlich ein bisschen länger hinziehen. So ein Run. Überleg auch welches Roguelike. Was könnte man da nehmen? Keine Ahnung. Ich hab. Oh shit. Ich habe irgendwo noch Dungeons of Dreadmoor zu liegen, das wäre ganz geil. Obwohl das wirklich hardcore ist. Also das sieht lustig aus, Dungeons of Dreadmoor. Aber es ist unter der Haube, es ist auch echt hardcore. Ist halt ein richtiges Roguelite. Like. Das mit K. Würde ich echt schon sozusagen. Ich glaube, wir haben da rechts im Dunkeln ein Skelett, was ich nicht entscheiden kann, ob es nur durch die Wand geht oder ob es mich doch einfach erwarten sollte. So, Rüstung oder Heilung? Ja, nehmen wir doch mal die Rüstung. Danke. Das ist sehr hässliche Fledermäuse. Meine Fresse. Das ist doch echt unfair. Der will Schriftrolle des Bedarfs. Was heißt das jetzt? Aufwärts links. Bedarf Glaspeitsche. Das stimmt doch gar nicht. Das heißt. Also Glas ist für mich eigentlich die schlechteste Auswahl an Ausrüstung, weil sobald man getroffen wird, geht irgendwas kaputt. Der ist schon wieder. Geschickt aus dem Weg geräumt. Ja, Peitsche. Einfach mal schön durch die Gegend peitschen. Kennt man ja. Zone 2. Entschuldigung, Level 2. Gottes Willen. Ja, schon eine schöne Sache, so eine Peitsche. Wenn ich davon jetzt eine Nicht-Glas-Variante finden würde. Wer ist denn das? Ich glaube, das ist er. Hoffe ich. Kann ich es mir leisten? Ich kann es mir sogar leisten. Ich habe keine Bombe. So, die Titanium-Peitsche ist doch gleich viel angenehmer. Macht sogar, glaube ich, mehr Schaden. Glaube ich. Muss echt mal ein bisschen was über Crypt of the Necrodancer lesen. Come on.
hast du davon? Da kommen wir doch tatsächlich noch in Zone 3. Oh, meine Güte. Level 3 an hier. Wer hätte es gedacht? Wenn hier kein roter Drache wartet, fresse ich einen Besen. Aber jetzt machen wir 2 Schaden. Was schon mal schön ist. Was schon mal soweit schön ist. Oh Gott, das war ein Fehler. Nee, geht noch. Bombengedöns lassen wir mal in Ruhe. Ja, danke, grünes Skelett. Erspar mir den roten Drachen. Ausgezeichnet. Gelbes Skelett. Das war ein gelbes Skelett. Sieht das für euch gelb aus? Also ich empfinde das als grün. Aber kennt man ja die allseits beliebte Grün-Gelb-Schwäche. Na egal. Ja. Wer ist das für heute gewesen? Das waren, wenn ich mir jetzt nicht verzählt habe, 6-mal Scheitern Deluxe. Soll reichen erstmal. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, zuzugucken hier. Und wenn dem so ist, dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Mein Name ist Jay Kloxen. Ich wünsche einen angenehmen Tag. Tschüss.